Tja, liebe Leute, was ihr hier seht, ist der kleine Stadtstreicher auf Urlaub. Und wo der kleine Stadtstreicher auf Urlaub ist, das erfahrt ihr gleich. Ich hoffe, dass alle Freunde von Berg-, Natur- und Bergseefotos in dieser Folge ganz gehörig auf ihre Kosten kommen. Begonnen hat der Urlaub am Attersee. Und zwar in der Vorbeifahrt bei einem idyllisch gelegenen Lokal namens Grafengut. Und dort gibt es einige ganz lustige und spannende Figuren und auch tolle Ausblicke auf den Attersee. Weiter ging es dann entlang des Mondsees, der durch seine türkise Farbe ja bekannt ist. Im Inntal steht das weltberühmte Stift Stams. Davon jetzt ein paar Impressionen. Übrigens, auch wenn Stift Stams dem heiligen Bernhard von Clairvaux geweiht ist, ist es kein Bernhardinerstift, sondern ein Zisterzienserstift. Durch das Inntal kam ich dann zur Silvretta Hochalpenstraße. Musik.
gibt es jetzt einige Ausblicke oder Einblicke in die Bergwelt, die wirklich faszinierend sind. Gleich ein Geständnis, ich kann euch nicht sagen, wie die einzelnen Berge heißen, die ihr da seht. Und jetzt zum Genießen ein Panorama von einem der vielen wunderschönen Aussichtspunkte der Silvretta Hochalpenstraße. Ein weiteres wunderbares Panorama. Und jetzt das Ganze noch mit dem Silvretta-Stausee, der sich hier türkisgrün vor den Bergwipfeln ausbreitet. Und zu guter Letzt habe ich auch noch die Arlberg-Hochalpenstraße ein bisschen befahren. Und dieses wunderbare Panorama bietet sich am Flexenpass im Arlbergmassiv. Ah!
Am Arlbergpass oben ergibt sich folgendes Gipfelpanorama. Ja, dann lech mich doch am Arlberg. Lech und Zür sind tatsächlich die teuersten Pflaster in der Arlbergregion. Wenn ich dieses Bild so sehe mit den vielen und zum Großteil auch Luxushotels, dann frage ich mich ehrlich, wie können die alle überleben?